Moin, ich bin Nils von SLS und das hier hinter mir ist ein Mercedes R107, ein 560 SL in USA-Ausführung von 1988. Heute wollen wir uns dieses Fahrzeug mal etwas genauer betrachten und eine Bestandsaufnahme vornehmen. Die Baureihe R107 ist inzwischen in allen Baujahren H-zulassungsfähig. Das heißt, das jüngste Fahrzeug ist inzwischen über 30 Jahre alt und das älteste wird nächstes Jahr 50. Dieses Fahrzeug hatte bislang noch keine deutsche Zulassung. Das heißt, wir haben keinen Fahrzeugbrief oder Zulassungsbescheinigung 2, wie das so schön heißt, und steht lediglich der US-Title zur Verfügung, in dem die Fahrgestellnummer erwähnt ist. Und diese werden wir jetzt einmal am Fahrzeug abgleichen. Gegenüber den europäischen Fahrzeugen finden sich bei den amerikanischen Modellen die Fahrgestellnummern an drei verschiedenen Positionen. Die zeigen wir jetzt mal. Typisch für die US-Fahrzeuge ist das Typenschild an der A-Säule. Dann haben wir hier das zweite Typenschild. Und dort, wo sich bei deutschen Fahrzeugen als einziges das Typenschild befindet, nämlich unter der Motorhaube, das zeige ich jetzt mal, ist lediglich die Fahrgestellnummer eingeschlagen. Die befindet sich hier. Anhand dieser Plakette hier können wir einmal den Farbcode feststellen, 735, das ist das Silber der Außenfarbe. Und wir sehen hier die Nummer 271, das heißt 2 für Leder Innenausstattung und 71 für die Farbe Schwarz. Mit einem Endoskop zeige ich jetzt nochmal die Motornummer. Um anhand der Motornummer festzustellen, ob dies noch das Originalaggregat ist, würden wir jetzt eine Datenkarte benötigen. Die kann man bei Mercedes-Benz abfordern, vorausgesetzt, Sie können einen Eigentumsnachweis beibringen, den US-Title und sich natürlich als Person ausweisen. Die Lektüre der Wartungshistorie ist immer aufschlussreich. Wir haben hier von unserem Vorbesitzer einige Unterlagen mitbekommen. Die letzte Eintragung ist vom 17.09.2019. Bei der äußeren Betrachtung achten wir besonders auf korrekte Spaltmaße und Fluchten. Wichtig ist, dass auch die korrekten Fluchten der einzelnen Sicken und Übergänge zueinander stimmig sind. So wie sich die Tür schließen lässt, kann man von einer korrekten Einstellung ausgehen. Das gleiche gilt für die Schließung des Heckdeckels. Unfallschäden haben wir an diesem Fahrzeug jetzt nicht gefunden. Es gibt jedoch einige nachlackierte Stellen, die bei dem Alter des Fahrzeugs auch nicht so überraschend sind. Man kann das hier erkennen, dass zum Teil die Dichtung mit übergemalt wurde und auch an anderen Stellen haben wir schon kleine Farbabweichungen gefunden. Wir haben hier an diesem Fahrzeug noch das originale Mercedes-Verdeck, erkennbar an den Mercedes-Sternen auf den Scheiben. Das Softtop hat zwar seine Gebrauchsspuren, ist aber dem Alter entsprechend in einem vernünftigen Zustand. Zudem gibt es zu diesem Auto noch ein Hardtop in Wagenfarbe. Die hier eingeprägten letzten Ziffern der Fahrgestellnummer zeigen uns, dass das Hardtop mit zur Auslieferung gehörte. Ich öffne jetzt das Verdeck und überprüfe die Verdeckmechanik. Zudem können wir gleich einen Blick in den Verdeckkasten werfen. Im Verdeckkasten selber haben wir jetzt keinen Rost gefunden, lediglich am Verdeckkastendeckel kann man hier Kantenrost sehen. Da ist auf jeden Fall Nacharbeit geboten. Zudem haben wir festgestellt, dass der Verdeckbezug offensichtlich mal neu gekommen ist, allerdings auch nicht besonders gut verarbeitet. Hier hat sich schon der Kleber gelöst und da müsste man auf jeden Fall auch noch etwas tun. Auch hier lässt sich jetzt nochmal das Spaltmaß erkennen, das umlaufend am Verdeckkastendeckel auch sauber und präzise aussieht. Jetzt, wo das Dach weg ist, haben wir mal freien Blick aufs Interieur und gucken uns mal den Innenraum genauer an.
Zunächst will ich einmal unter diesen Kasten schauen und sehen, wie das in den Ecken aussieht. Ob es da bereits Rostbildung gegeben hat oder irgendwelche Beschädigungen erkennbar sind. Hier können wir jetzt sehen, dass an den sonst üblichen Roststellen bis hier gar nichts weiter vorhanden ist, was auf Reparaturen oder beginnenden Rost hindeutet. Ein ebenfalls gern vom Rost befallener Punkt ist vorne im Fußraum zu finden. Dazu nehme ich jetzt mal die Fußmatten vorne hoch und schaue mal danach. Das, was man jetzt hier sieht, ist nicht das Blech, sondern so eine Schwerschichtmatte. Aber man kann hier an den Öffnungen sehen, dass das Blech überall unversehrt ist. Beim Blick aufs Armaturenbrett erkennen wir die USA-typischen Ausstattungsmerkmale wie den Knieprallschutz, die Anzeigen in Meilen und das Außenthermometer in Fahrenheit, sowie die Klimaanlage, die sehr typisch ist, und das Radio, was eingebaut ist. Die Abnutzungsspuren, die wir am Lenkrad, an den Pedalen und an den Sitzen feststellen, entsprechen in etwa dem, was man erwarten kann bei der Kilometerleistung von 60.200 Meilen. Wir werfen jetzt noch mal einen Blick in den Motorraum und suchen nach eventuellen Unfallschäden oder Rostnestern. Besonderes Augenmerk legen wir hier auf die Ecken, sowohl vorne als auch hinten und insbesondere vorne an der Quertraverse. Auch in diesem Bereich finden sich keinerlei Stauchungen oder Rostansätze. Wir haben alle Betriebsstoffe überprüft und konnten auch hier keinen Wartungsstau feststellen. Das deckt sich mit den Unterlagen, die wir von dem Vorbesitzer erhalten haben. Die Reserveradwanne ist ein ebenfalls sehr rostanfälliges Bauteil. Diese hier sieht allerdings noch recht gut aus. Und wenn man Glück hat, findet man mit Chance den Produktionsbegleitschein, nämlich hier, wo sich normalerweise der Wagenheber befindet. Da findet man nämlich hinter diesem Deckel so ein Zettelchen. Und da findet sich nicht nur die Fahrgestellnummer, sondern auch der Farbcode und die Ausstattung wieder. Jetzt wollen wir noch mal einen Blick unter das Auto werfen. Dazu heben wir das Auto mal hoch mit der Hebebühne. Für dieses Auto haben wir Hebebühnenadapter. Sehen so aus. Greifen dann hier auf diesen Teller und werden in die Wagenheberaufnahmen am Fahrzeug gesteckt. Hier gibt es zwei Variationen. Diese mit dem Röhrchen gehört zum 107er. Ohne dieses Röhrchen ist die Verwendung für andere Fahrzeuge wie W108, 111, 113. Schürzen und Schweller sind bei diesen Fahrzeugen nicht unbedingt die schlimmsten Rostherde. Wir zeigen jetzt einmal, wo es ganz besonders rosten kann, nämlich einmal am Kofferraumboden und an den Längsträgern. Hier fällt schon mal auf, dass in jedem Fall dieses Auspuffgummi erneuert werden sollte. Das ist schon kurz vorm Abreißen. In dem Zuge würden wir die übrigens auch austauschen. Wir sehen hier eine USA G-Cut-Auspuffanlage verbaut, in relativ gutem Zustand. Der TÜV freut sich über jedes Prüfzeichen, das er auf solchen Auspuffanlagen findet. Also Obacht bei Zubehöranlagen, die preiswert sind, aber nicht unbedingt TÜV-konform. Wo wir gerade hier sind, lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die Antriebswellenmanschetten. Das ist eine unangenehme Arbeit, diese zu erneuern. Das Differential zeigt keine Leckagen und auch die Manschetten sehen soweit unbeschädigt aus. Anhand dieser Nummern kann man auch erkennen, ob das Differential, was hier verbaut ist, das zum Fahrzeug zugehörige ist. Im nächsten Zuge gucken wir uns die Hardyscheiben an. Da haben wir hier eine. Diese zeigt keine Versprödung und ist in einem allgemein guten Zustand. Ein Stück weiter vorne haben wir dann die zweite. Auch die vordere Hardyscheibe zeigt keinerlei Versprödung oder Risse. Auch diese kann man als gut befinden. Hier sehen wir das Kraftstoffpumpenpaket. Ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass wir hier keine rissigen Schläuche haben und die Übergänge alle noch sauber und korrosionsfrei sind. Undichtigkeiten entstehen häufig an den elektrischen Anschlüssen. Hier kann man ganz gut sehen, dass die Gummilager vom Querstabi auch schon mal ersetzt wurden. Die sehen also noch sehr gut aus.
Auch die übrigen Achsenteile befinden sich in einem vernünftigen Zustand. Die Fahrschemellager hier zeigen schon Versprödungsrisse. Also hier müsste man mal irgendwann aktiv werden und die ersetzen. Hier werfen wir noch mal einen Blick auf die Bremsleitung. Hier haben wir einen Gummischlauch, der aber auch noch vernünftig aussieht und auch nicht spröde wirkt. Und die Metallanschlüsse haben auch keinen Rostbefall. So wollen wir das sehen. Auch die vorderen Bremsleitungen zeigen keine Auffälligkeiten. Hier kann man sehen, dass da eine Nase Öl hängt. Das kann jetzt aber, also hier auch, ne, das ist entweder nicht ganz dicht gezogen. Das scheint eine Ablassschraube zu sein. Hier finden wir die Getriebenummer auf dem Kragen hier eingeschlagen. Diese Stelle hier erfordert größere Beachtung. Wenn es hier raustropft oder eine Leckage deutlich sichtbar ist, bedeutet das, dass der Simmerring zwischen Motor- und Getriebeeinheit defekt ist. Und dann müsste definitiv entweder Motor oder Getriebe ausgebaut werden. In diesem Fall wohl eher das Getriebe. Das ist hier ein bisschen einfacher zu handhaben. Sowohl Motor- als auch Getriebeölwannen zeigen keine auffälligen Leckagen. Das ist schon mal gut. Als nächstes betrachten wir die Vorderachse, insbesondere die Kugelköpfe. Hier unten sieht man das Traggelenk. Da ist die Manschette schon eingerissen. Das gleiche findet sich auf der linken Seite. Das ist also zu ersetzen. Wichtiger noch dabei ist am oberen Dreieckslenker, dass dort die Manschette intakt ist, weil dieses Bauteil nicht als Kugelkopf zu ersetzen ist, sondern der gesamte Dreieckslenker ersetzt werden muss. Und das ist teuer. Hier sehen wir jetzt nochmal das Lenkgestängel. Das sieht aber auch alles gut aus von den Kugelköpfen hier. Das kann möglicherweise auch schon mal ersetzt worden sein. Ich habe jetzt das Rad und die innere Radhausschale entfernt. Und jetzt hat man mal einen freien Blick auf die Bremsanlage und auf die Fahrschemelträger. Bremsscheiben und Bremsbeläge sind in einem guten Zustand. Wir haben jetzt eben die Fahrschemellager angeguckt. Die sind auch in einem vernünftigen Zustand ohne Befund. Wir konnten feststellen, dass die Stabi-Gummis erneuert wurden. Und wir können hier noch einmal einen Blick werfen auf das Umlenkhebellager. Auch das ist zwar wohl noch das erste und ursprünglich, aber auch in einem adäquaten Zustand. Wir sehen uns jetzt diesen Bereich noch einmal genauer an, weil der gerne von Rost befallen ist. Bedingt dadurch, dass hier ein Wasserablauf ist. Wenn der nicht freigängig ist, sammelt sich hier hinter Feuchtigkeit und fängt dann von der Innenseite an zu rosten. Das sieht aber auch alles recht gut aus. Hier sollte sich jetzt in diesem Bereich auch irgendwo noch ein Wasserablauf finden, weil das der tiefste Punkt ist. Ist leider nicht wirklich gut zu erkennen, weil das sehr viel Unterbodenschutz hier hat. Wir belassen das einfach in diesem Zustand erstmal, weil auch hier nicht deutlich zu sehen ist, dass es hier schon mal Rostbefall gegeben hat. Und zuletzt betrachten wir hier noch einmal die Riemenscheibe zum vorderen Simmerring. Wenn es hier eine Undichtigkeit gäbe, würde man sie jetzt hier sehen. Das ist aber alles trocken. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Simmerring auch noch dicht hält. Das war unsere komprimierte Zustandserfassung eines R107. Die Stichpunktliste, nach der wir gearbeitet haben, findet ihr in der Videobeschreibung. An diesem Auto werden wir weiterhin dokumentieren, wie der komplette Umbau von USA-Fahrzeug auf deutsches Fahrzeug erfolgt. Und abonniert gerne unseren Kanal, damit ihr kein Video verpasst. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.